So, wir kommen zur BPMN, die uns jetzt einige Zeit beschäftigen wird. Die BPMN ist die Business Process Modeling and Notation. Das ist der offizielle Name und ist mittlerweile seit einigen Jahren der de facto Standard zur Modellierung von Geschäftsprozessen. Ist nicht nur der de facto Standard, sondern auch ein echter Standard, kommt von der Organisation OMG, der Object Management Group. Das ist ein Industriekonsortium, das auch die UML standardisiert hat. Und hat sich, nachdem es formal standardisiert war, auch in der Praxis durchgesetzt. Deswegen auch der de facto, also nach realer Standard in diesem Bereich. Deswegen müssen wir uns den detaillierter anschauen, exakt anschauen, weil mit dem soll tatsächlich jeder dann auch umgehen können. Das ist auch die Sprache der Wahl, die wir in den Übungen dann zum Großteil einsetzen werden und die über das ganze Studium hinweg immer wieder zum Einsatz kommen wird. So, geben tut es die BPMN, mit diesen historischen Daten, die wir vorhin schon gehabt haben, beginnen. Geben tut es die BPMN seit 2005 in der Gegend. Es gab vorher eine Organisation, die nannte sich BPMI, die Business Process Management Initiative. Und die wurde federführend von IBM entwickelt. 2002 gab es die erste Version der BPMN, da war es noch kein Standard. Und die 2005 ist eben dann diese BPMI in die OMG eingegliedert worden und damit ist es auch tatsächlich ein offizieller Standard geworden und ergänzend zur ML zur Verfügung gestellt worden. Über die Jahre ist man dann drauf gekommen, dass doch vielleicht noch einiges fehlt, was man modellieren möchte, dass einiges vielleicht etwas vage definiert ist. Und deswegen gab es 5 Jahre später, nämlich 2010, den BPMN Standard 2.0. Und das ist der, mit dem wir arbeiten werden. Der ist in den Kernelementen exakter definiert, als das bei der BPMN 1 noch der Fall war. Das heißt, wir werden uns immer auf die Definitionen der BPMN 2.0 beziehen. Und außerdem fügt er einige neue Diagrammtypen hinzu, also das eigentliche Prozessdiagramm, das war bei der BPMN 1 das einzige, steht zwar nach wie vor im Zentrum, ist auch das, mit dem wir uns am längsten und am ausführlichsten beschäftigen werden. Es gibt aber vor allem im Bereich der Modellierung von verteilten Prozessen, Zusatzdiagrammtypen, von denen wir vor allem das Choreografiediagramm bzw. das Kollaborationsdiagramm noch detaillierter anschauen werden. Das Konversationsdiagramm hat zumindest in der Modellierung von Geschäftsprozessen noch nicht die unmittelbare Bedeutung. Die wird wichtig, wenn es dann Richtung Ausführung dieser Prozessmodelle geht, lassen wir jetzt an dieser Stelle außen vor, wenn wir nicht detaillierter betrachten. Wen das interessiert, es gibt Zusatzmaterial, wo das auch besprochen wird, findet man in weiteren Videos in der Lernplattform. Dort ist es dann auch verlinkt. So, die Idee der BPMN war historisch im Wesentlichen die Vorteile der bereits existierenden Modellierungssprachen zusammenzufügen und sich ganz klar auf die Verhaltensmodellierung in einer Organisation zu fokussieren. Also wo ARIS noch einen umfassenden Anspruch hatte und die EPK da drinnen eine ganz bestimmte Rolle führt, nämlich das Zusammenführen der Elemente aus den einzelnen Sichten, ist die BPMN eher aus der Geschichte der UML heraus die Idee, Verhalten in Organisationen abzubilden und sich gegebenenfalls der Konzepte, der Konstrukte, der Inhalte anderer Modelltypen zu bedienen, die vielleicht in anderen Diagrammen definiert wurden. Wir bleiben bei der Kern-BPMN. Wir werden sehen, die ist für sich in sich abgeschlossen. Die Modelle kann man auch lesen, ohne dass man die zusätzliche Informationen über die Organisation, die vielleicht in anderen Modelltypen abgebildet ist, zur Verfügung hat. Die BPMN werden wir jetzt dann im nächsten Schritt bei der Notation gleich sehen, baut sehr stark auf der Notationslogik der Aktivitätsdiagramme auf, die wir vorhin schon betrachtet haben, führt aber auf der einen Seite Konstrukte,
ein, die aus dem Bereich der EPK kommen, gerade was die Kontrollflusssteuerung betrifft, also wo wir in den Aktivitätsdiagrammen zum Beispiel sowas wie ein logisches Oder, also einen oder mehrere Zweige, die ausgelöst werden können, nicht hatten, haben wir das jetzt auf einmal in der BPMN und das wurde aus dem Bereich der EPKs übernommen. Was ganz stark dazu kommt, werden wir später dann nochmal separat betrachten, ist ein Ereigniskonzept. Also BPMN-Modelle sind sehr stark ereignisgesteuert. Diese Ereignisse, die kennen wir auch schon aus der EPK, heißt ja ereignisgesteuerte Prozesskette. Es gibt aber für konkretere Verknüpfung in die soziotechnische Systemlandschaft, wenn man das einmal so bezeichnen möchte bei der BPMN. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ereignistypen, die sowohl aus technischen Systemen ausgelöst werden können, die über Kommunikationsvorgänge ausgelöst werden können, die aus zeitlichen Abhängigkeiten ausgelöst werden können und die den Prozessablauf ganz stark beeinflussen können. Und diese Ereignissteuerung erlaubt es uns, sehr komplexe Sachverhalte relativ kompakt abzubilden, wenn man dann mit diesen Ereignissen umgehen kann. Die BPMN ist an sich eine relativ komplexe Sprache, wenn man sie in ihrem gesamten Sprachumfang sieht, dauert dementsprechend auch relativ lang, bis man wirklich alle Details beherrscht, hat aber den Vorteil, dass sie in unterschiedlichen Komplexitätsstufen eingesetzt werden kann. Also man braucht nicht immer diese vollständige Komplexität, gerade die insgesamt, glaube ich, über 30 Ereignistypen, die man verwenden könnte, muss man nicht immer verwenden, wenn man Prozesse rein beschreiben will und vielleicht nicht darauf eingehen kann, was alles eingehen möchte, was alles passieren kann, sondern nur den Idealablauf beschreiben will, dann kommt man mit sehr viel weniger Elementen aus und so werden wir uns auch hier jetzt in der Komplexität steigern. Also mit den Basiselementen beginnen und dann nach und nach die komplexen Elemente, gerade eben die Ereignissteuerung und die zusätzlichen Aktivitätstypen, Tasktypen, die es da gibt, einführen. Gut, so viel zu der Historie und dem konzeptuellen Hintergrund, wo die BPMN herkommt. In den nächsten Videos schauen wir uns jetzt die Notation und deren Verwendung genauer an.